Ich muss schon sagen, was für ein Name. Neukirchen. Gut, da gibt's noch andere. Aber beim Heiligen Blut? Vielleicht könnten die beiden uns das erklären. Aha, der Klostergarten. Die Mönche haben ihn nach dem Sonnengesang des heiligen Franziskus von Assisi angelegt. Hier gibt's Heilpflanzen, die schon in der Bibel vorkommen. Das erfährst du alles bei einer Führung. Hast du das gehört? Wo kommt denn das her? Ein chinesischer Gong? Mitten im Bayerischen Wald? Aha, das muss der Klangweg sein. Auf 700 Metern entdeckst du hier verschiedene Klangerlebnisse. Dieses Geräusch kennst du auch. Das kommt vom Naturbad. Schwimmen im Naturbad ist herrlich. Die Wasserreinigung ist hier voll biologisch. Es gibt Schwimmer, Nichtschwimmer und Kinderplanschbecken. Und der Eindruck ist geil. Na da, schau her. Vom Naturbad aus hast du einen wunderbaren Blick auf den Hausberg, den Hohen Bogen. Ein Tummelplatz für Aktivurlauber. Im Sommer wie im Winter. Du kannst auch bequem mit der Doppelsesselbahn rauffahren. Ja, es gibt viel zu entdecken in Neukirchen beim Heiligen Blut. Ich glaube, du musst selber herkommen und herausfinden, warum das so heißt. Die Darstellung einer uralten Legende auf dem Brunnen vor dem Rathaus könnte dir weiterhelfen. Servus, bis bald.